Als Großmutter der Nouvelle Vague wurde sie bereits vor vielen Jahren ehrfürchtig bezeichnet. Bei der Verleihung des Max-Beckmann-Preises zeigte sich die nach wie vor als Regisseurin und bildende Künstlerin tätige Agnes Varda allerdings quicklebendig und gab sich in ihrer sympathischen Dankesrede betont bescheiden. Es ist immer eine große Überraschung, wenn man ausgewählt wird, weil ich denke, es gibt doch so viele tolle Künstlerinnen und Künstler in Deutschland. Es ist eine Ehre für mich und macht mich wirklich sehr glücklich. Dennoch denke ich, ich bin doch nur eine unter vielen tollen Künstlerinnen. Nicht nur die Jury des Max-Beckmann-Preises, auch Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann zeigte sich tief beeindruckt vom Werk der gebürtigen Belgierin Agnes Varda. Es ist so außergewöhnlich, dass wir die Regeln auch in dem Fall ein Stück überschritten haben. Weil der Max-Beckmann-Preis ist klassisch nicht für den Filmbereich gedacht. Aber wir waren uns zum Schluss einfach alle einig, dass es passt und dass es wunderbar ist. Und wir wollten sie hier haben. Und Max Beckmann ist ja auch jemand, der ab und zu aus der Gattung, aus dem Genre rausgesprungen ist und Sachen mit Landschaftsmalerei, mit Akten gemacht, die auch nicht so dem, was er eigentlich hätte machen sollen, anfühlt, was man von ihm erwartet hat. Und dieser Tradition war das die würdige und richtige Entscheidung. In eine Schublade stecken ließ sich die 1928 geborene Filmemacherin nie. Mit ihren Arbeiten, in denen sie regelmäßig auch zu politischen Debatten Stellung bezieht, überrascht sie ihr Publikum bis heute. Wenn man das Werk, das ja nun mittlerweile schon mehr als 60 Jahre umspannt, durchgeht, stellt man fest, es ist eigentlich jeder Film ist eine neue Erfindung. Sie wiederholt sich nie, sie probiert immer neue Formen aus, sie tut Dinge, die sonst im Kino nie gemacht werden, die auch in der bildenden Kunst nicht gemacht werden. Und sie hat sich im Alter von über 70 Jahren nochmal neu erfunden als Installationskünstlerin und hat in diesem Bereich jetzt auch Erfolg. Also das ist schon ein Werk von einer Vielgestalt und von einem Reichtum, wie man das sonst, ich sage jetzt mal, nicht nur im Kino, sondern auch in der Kunst des 20. Jahrhunderts so leicht nicht findet. Und sie ist ja auch eine Künstlerin des 21. Jahrhunderts. Nicht? Also mit Installationen hat sie 2003 so richtig angefangen und hat dann, wenn man so will, im neuen Jahrhundert nochmal eine neue Karriere angefangen. Im Mittelpunkt steht für Agnes Varda stets die Beziehung zum Publikum. Wie sie im Anschluss an die Verleihung im Rahmen eines vom Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft der Goethe-Universität gemeinsam mit dem Exzellenzcluster Normative Ordnungen organisierten Gespräch im Filmmuseum erläuterte. I'm really trying to investigate about what is the relationship between the images, film or other thing we put and the audience. Mich interessiert stets die Beziehung zwischen der Filmidee und den Zuschauern. Ich habe immer versucht zu verstehen, wie ich die Zuschauer in meinem Film mitnehmen kann, ohne ihnen vorher zu erzählen, was sie über den Film denken sollen. Ich möchte dem Publikum gerne Freiraum bei der Interpretation lassen. Es gibt keine versteckte Botschaft. Wenn mich Menschen manchmal fragen, was ich für eine Intention bei dieser oder jener Szene hatte, sage ich immer, dass ich das nicht sagen kann. Das Publikum muss sich den Film selbst erschließen. Sie machen den Film. Am 14. April wird die Lecture and Filmreihe zum Universum der Agnes Varda fortgesetzt. Dann wird die Max-Beckmann-Preisträgerin erneut im Filmmuseum zu Gast sein.